Moin Leute, willkommen auf unserem YouTube-Kanal DVD Monster in Action. Ich bin der Dirk und ich habe euch wieder was zum Auspacken mitgebracht. Dieses Mal geht es um dieses wunderschöne Paket von Get Digital. Get Digital ist einer unserer Lieblingsversender, wenn es um Nerdkram und sowas gibt. Die haben wunderbare, interessante Boxen, die sie jeden Monat und auch so im Sortiment haben. Da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Bei Get Digital gibt es auch die sogenannten Lootboxen. Da haben wir uns jetzt das Jahresabo gegönnt. Das heißt, wir werden jetzt mal jeden Monat eine von diesen coolen Lootboxen auspacken. Ja, da gab es jetzt diese November-Lootbox. Da ist das Hauptthema Wissenschaft. Sehr interessant. Und wir haben das noch abgegradet. Da ist noch ein kleines Special drin von einem meiner Meinung nach echt coolen Blockbuster. Meiner Meinung nach, er ist glaube ich noch nicht mal in der Blockbuster-Liste geführt, aber ich mag den Film sehr gerne. Ich finde ihn cool. Das ist da auch mit drin, das haben wir da auch mit reingepackt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dann lasst uns mal jetzt gucken, was in dieser coolen Lootbox drin ist. Da-da-dam. Oh, ich bin so gespannt. So. Der Anschnitt ist eröffnet. Oder wie heißt das? Oh, das sieht ja schon. Oh, das sieht ja schon mal. Ha, das ist schon mal genau das Richtige für meine Frau. Das wird sie mögen. Auf jeden Fall. Wir haben als erstes, sie braucht auch mal diesmal nicht zu Ikea. Sie hat da gar keine Ausrede. Einen neuen Korkenuntersetzer mit. Mit Cooling. Please wait. Sehr coole Geschichte, auf jeden Fall. So, dann haben wir da drin. Okay, was ist was? Roboter-Quiz-Spiel. Auf jeden Fall kann man mal gebrauchen. Der eine oder andere wird das schön finden. Hier ist mal was für meinen Bruder, mein lieber Bruder. Ja, jetzt ist die Frage, welcher von den ganzen, ne? Marc, hier ist was für dich drin. Ich lasse dir das auf jeden Fall zukommen, wenn du das Video siehst. Und wenn nicht, dann sage ich dir das so oder so. Hier ist etwas für dich. Der Meister des Seins oder wie auch immer. Ein Green Lantern Puzzle. Ja, cool. Herr Fiedler, Sie freuen sich zu Weihnachten. Oh. Der Weihnachtsmann bringt eventuell dieses Mal ein Green Lantern Puzzle für Sie vorbei. Ist eine coole Idee. Gibt's übrigens eine coole Sache. Gibt's übrigens auch von Batman und von Wonder Woman. Also DC-Geschichte halt. Cool, cool. Gefällt mir. So, geht das weiter. Was haben wir hier denn drin? Was ist das denn? Skull Eraser. Aha. Das sind, okay, kleine Radiergummileinchen, die aussehen wie Totenköpfe. Hey, könnte meine Tochter für ihre Hausaufgaben gebrauchen. Wir schauen weiter. Oder ist ja noch, da ist ja noch richtig viel. Und das ist ja auch geil. Gaming Tool. Das ist ja cool. Ja, ein echtes cooles Schlüsselanhänger. Da haben wir drin ein kleines Maßdreieck, ein Flaschenöffner. Was zum Schrauben, also das hat auch was auf jeden Fall, cool, gefällt mir sehr gut. Was haben wir? Wir schauen weiter. Einmal die Werbung, Get Digital Lootbox für Nerds und Geeks, so bin ich ja auf jeden Fall mit dabei, Nerd und Geek, auch eine sehr schöne Geschichte. Was haben wir dann noch? Ja Leute, es geht noch weiter. Zauberwelten, Cyberpunk, Far Cry, fantastischer Herbst. Zauberwelten Online, ein schönes Magazin. Zauberwelten Online. Kann man sich mal in Ruhe zu Gemüte führen. So, was haben wir hier denn noch? Wir schauen mal weiter. Das ist, da muss man mal reinschauen. Das hat auf jeden Fall was mit Gaming zu tun. Du bist frei. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt immer? Bettwäsche. Handtuch. Geschirrhandtuch. Danke. Geschirrhandtuch. Okay. Ja, cool. Ein schickes Geschirrhandtuch. Passend zum Topf. Untersetzer. Bitteschön. Ich weiß, was meine Frau zu Weihnachten kriegt. Nein, ich krieg sie nicht. Das ist gut. So, was haben wir hier noch? Komm, hier geht noch mehr. Da geht noch ein bisschen was geht da noch. Dann haben wir hier die Nerds. Flavor with other natural flavors. Aha. Irgendwelche kleinen Bonbons. Get in touch. Bonbons. Sehen Sie? Keine Ahnung.
klödern auf jeden Fall. Oh, das ist auch nicht wegschmeißen, da ist ja noch was drin. Plutonium, PU, ist das Plutonium? Plumbum? Was war es denn noch? PU? Wer hat in Chemie aufgepasst? Egal, irgendwas war es. So, jetzt haben wir noch das Nerd-T-Shirt und dann kommen wir noch zu dem Upgrade, was da noch filmtechnisch mit drin ist. Ich habe schon gesehen, ich freue mich da schon drüber. Sehr coole Geschichte, passt hier auf jeden Fall auch super ins Bild. Erstmal jetzt das T-Shirt. Das ist ja auch niedlich. Niedliches T-Shirt auf jeden Fall. Ich glaube, da hat sich schon jemand dafür angemeldet, dass sie es haben möchte. Ja, du bekommst es, kriegen wir hin. Ja, cool. Und ist ja niedlich. Alleine mit der Schere wieder gucken. Cool. So, und jetzt kommen wir zu dem Upgrade, was dann hier jetzt noch drin ist. Wie gesagt, ich finde beide Filme cool. Es gibt ja einmal das Original und einmal das Remake. Jetzt fragt sich wieder welcher Film ist denn das? Das Original finde ich von der schauspielerischen Leistung sehr genial. Das Remake finde ich von den Effekten sehr genial. Meine Frau kennt den Film gar nicht. Sie wird ihn wahrscheinlich auch in diesem Leben nicht mehr dringend gucken. Aber es ist Pennywise von S. Das war das Upgrade. Es gab das S-Upgrade für nur 9,95 €. Diese coole Figur gefällt mir sehr gut. Auf jeden Fall. Passend auch zu dem Thema, was wir derzeit bei unserem Instagram-Kanal haben. Blockbuster-Wochen. Wie gesagt, für mich persönlich auf jeden Fall ein nennenswerter Film. Und eine nennenswerte Box. Das war jetzt die November-Box. Also ganz ehrlich, wieder für... Mit allem Drum und Dran haben wir jetzt bezahlt, das Abo kostet, ach ich weiß es nicht, ein Abel und ein Ei. Es ist wirklich nicht die Welt. Es sind echt coole Sachen drin. Das eine behalte ich selber, das andere wurde mir schon aus den Händen gerissen. Leute, Get Digital. Ich mache da gerne für Werbung. Ich bezahle die Sachen übrigens selber. Ich kriege von Digital keine Werbung. Es ist eine Werbung von Herzen. Ja, ich kriege von Get Digital kein Geld dafür. Ich mache diese Werbung wirklich von Herzen. Schaut auf die Seite vorbei, gönnt euch mal eine Lootbox oder gönnt euch eine Überraschungsbox. Da sind wirklich tolle Sachen dabei und das ist echt, der Gag ist das Geld alleine schon wert, um das verschenken zu können. Dann gibt es im Dezember dementsprechend wieder die nächste Lootbox. Da freuen wir uns schon drauf. Ich habe schon wieder so im Hinterkopf, was da drin ist. Ich hoffe, ihr freut euch dann auch. Schaut auf jeden Fall bei uns vorbei. Schaut auf unseren Instagram-Kanal vorbei, DVD-Monster. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, abonniert uns und aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft auch kein Video mehr verpasst. Ich werde jetzt mit meiner Figur spielen gehen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Dirk.